Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS9s, willkommen hier zurück auf dem zweiten Ehrengrad-Projekt mit dem lieben Flo. Einen wunderschönen. So, ich muss mir gerade diesen Berg hoch quälen mit dem guten Bürger, damit wir hier nochmal fertig düngen können. So, hier ist schief, schwierig. So, ja, wir vielleicht mit ein bisschen Glück schaffen wir es sogar heute nochmal. Ja, auch abzuschließen. Du, ich glaube, ich schaff's sogar. Ich hab 90%. Oha. Das hört sich richtig gut an. Wir schalten hier mal nochmal hoch. Weiß noch, Schild abhängen. Dann machen wir Tempo mal rein. Und rumlenken. Doch ging sogar. Wenn jetzt da, ich muss runterschalten, aber nur hat er gepackt. Dann Flo! Ja. Und der Schild ist umflogen. Schwierig. Vielleicht. Brauchst du das noch? Nein. Okay. Ich hab abgehängt und es ist umgeflogen. Ja, dann. Das schafft dahinter schon, das abzuholen, ja. Oder mit dem Gabelstapler kämmer. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt denn so ein Schild, das kann man glaube ich, alleine kann man das nicht aufstellen. Nee. Wird schwierig. Kommt drauf an, ob du kaufst, nimmst oder selber gemacht oder ja. Ja. Kannst aber auch verschiedene auswählen, ob es schwer ist oder leicht ist oder. Eins aus Plastik kann man. Schmal, breit. Dünnes Metall, dickes Metall. Da wird noch hier hinten mal richtig schön an der End, am Ende der Map. So, Radio, die Stimmung gleich ein bisschen aufkehren. Flo, ich hab rausgefunden, Steier hat Bock. Oh. Im guten oder im schlechten Sinne Bock? Guten Sinne. Ah, okay. Keine Angst, er ist nicht abgehaut. Achso, okay. Ich hab ihn gezähmt. Der ist jetzt stumm rein, was? So, dann düngen wir unsere Wiese, die wo ein bisschen in der falschen Form dargestellt ist, auch nochmal fertig, was? Das ist doch ein Witz. Hier muss man doch irgendwo Licht einschalten können rund ums Silo. Ich weiß nicht, ob das Silo Licht hat. Oder ob das Silo Licht hat. Ob die BGA. Also, die Beleuchtung ist da, aber. Die geht irgendwie. Doch irgendwo einschalten können. Hier ist ein Stromkastenloop. Hier ist ein Stromkastenloop. Oh, kann sein, dass ich ein bisschen was stehen gelassen habe hier. Oder? Ja. Ich hab's gewusst. Ah, ich sehe die Spur wieder ein bisschen. Und ich hab's wieder verloren. LOL. Hier vorne muss ich auf jeden Fall wieder rumdrehen. Das kann ich so viel weiß ich selber auch noch. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier längs. Bin ich sogar auf der richtigen Spur, wäre jetzt gedacht. Diesen Ding nach links. Ja. Oh Gott, jetzt sieht unsere Wiese komplett falsch aus. Schau mal ganz kurz in die Ansicht und dann geh auf gedüngt. Elk, oha. Schwierig. ja. Es war keine Absicht, also. Es muss gepflügt werden, gekalkt werden. Müssen alle Wiesen gekalkt werden, bis auf die Einzel. Wow. Läuft. So, ich bin durch mit Düngen. Ja, ich habe einen Fortschritt erzielt. Ich bin noch nicht fertig mit Festfahren. Warte. Du musst auch irgendwas düngen müssen. Tun. Sollen. Bin noch nicht ganz fertig. Noch nicht, das geht doch. Nein, mir fehlen 3%. Oh. In der Zwischenzeit bin ich. Zum Beispiel so Mini-Hugli, wo ich nicht finde. Mhm. Ja, jetzt kommt die Zeit, jetzt wird's langsam wieder alles bläulich.
Ultra. Hätte die nicht schon früher kommen können, Mann. Immer wenn es der Brausch fehlt, Mann. Hier ist noch ein Hügelchen. Dann habe ich es jetzt erstmal Dürre und gespannt waschen, beziehungsweise Düngerstreu wieder auffüllen, waschen und dann in die Halle. Yay! Oh Gott, Licht. Eieiei. Dann machen wir mal die Loop da hinten auf. Fahren hier mal langsam ran und hoffen nicht, dass wir wieder ein Tanksymbol kriegen. Ach man, ich krieg... Kann er jetzt nicht mal? Ne, kann er nicht. Gut. Dann heißt, ich muss mal drehen und rückwärts ran schieben. Das Zeug immer dort entladen ist keine so ganz so schlaue Idee. Oh mein, so. Ich muss kurz ausnahmen, weil ich sonst nicht sehe, wo die Bitbags denn stehen. Ja. Passt. Lässt sich auffüllen. Nochmal. Und wir sind voll. Dann machen wir da wieder Deckel drauf. Da kann man das ganze Gespann eigentlich davon zum Waschen hinparken. Reparieren, glaube ich, braucht er tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt, so lange ist er jetzt noch nicht in Benutzung. Glaube ich zumindest. Was ist eigentlich hier Licht? Achso, von der Laterne da. Ach man, ich hätte die schlau platziert hier. Oh, ich glaube, oh. Der Schieber hinten ist noch offen. Eieiei. Ich könnte die schöne Dünger jetzt auch schön nass machen oder rauswaschen. So muss das. So, der ist sauber. Bürger. Eieie, der schaut aus. Hallo. So. So. Noch ein bisschen was vorne in der Schaufel drin. Okay. So, der ist sauber. Wunderbar. Dann machen wir den hinten mal zu. X, ne? Ja. Ja, war X perfekt. Können wir da draus machen, Gang wieder einlegen. Wo packen wir denn den Düngerstreuer hin? Und sagen vorne. Weil hier hinten hat er keinen so einen richtigen Platz nicht. Weil wir können da hinten reinstellen, da steht eben momentan nichts. Oder da, ja, da ist gut. Da steht eben, glaube ich, noch ein paar andere Sachen drin. Unsere Hänge müssen noch aufgeräumt werden, ne? Ne, die haben wir doch schon aufgeräumt, die haben doch den Platz, jetzt den neuen da. So, ja, stimmt. Ach, hier hätten sie aber noch ein bisschen kalt gehabt, glaube ich, sehe ich da gerade noch richtig schnell. Am Boden rumflacken, ja. Mhm, und hier drin, glaube ich, auch noch. Eigentlich wäre ich vorbeikommen im Prinzip. Wie ist jetzt das gegangen? Flack. Paris? Fliege! Achso, Ja, schon das geschafft. Alles schon, ja. Roll den mal weg hier.
So. Ja, das ist glaube ich noch Kalk, soweit ich richtig sehe. Als Philipp wieder am Stehen. Ah ne, aha. Alles Kalk, genau. Dann haben wir auch noch ein bisschen kalkmäßig drin. Ich rolle, hallo, stopp. So. Kann den eigentlich bestehen lassen, ne? Also wir machen Motor aus, Licht aus. Wunderbar. Mal ganz kurz in den Kollegen. Ah, der. Wie schaufel hast du gerade, ne? Ah, da kommt er schon. Aber die kannst du. Oh, ja. Die kannst du dann gleich. Oh! Ja. Ich hab die Einfahrt verpasst. Ja. So, warte, jetzt guck ich nochmal kurz auf unsere Wiesen und Felder. Wiesen und Feld. So, wohlgemerkt. Gekalkt ist es. Das Flügel nochmal. Ja, okay, das lass mal. Der Mauweg, das ist sehr schwierig. Ansonsten, das Ganze ist im Wachstum. Wunderbar. Ja, dann heißt es eigentlich für uns: Silla hast dich gemacht, oder? Jo. Okay, wunderbar. Das heißt für uns, wir pennen in der Nacht und starten dann morgen in den frischen Tag. Ich kann rein. Oh! Paris? Sag doch gleich, dass du da den Steier reinhaschen, Mann. Das siehst du doch. Ich dachte, oh, das gibt's ja. Lassen. Wenn man mit 40 da geht. Oh, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen größeren Frontlader aufrüsten, der ist ein bisschen klein. Oder? Ich könnte wieder auch mal normale Schlüpp wieder draufhauen. Ja, kann ich natürlich auch noch machen. Halt! Aber ja, wie gesagt, wir spielen jetzt eine Nacht vor und sehen uns dann morgen in aller Frische. So, wir sind in den neuen Tag, neues Glück. Philipp hat schon den Jordan rausgeholt und fährt direkt zu Fade Nero. Mach mal kurz die hintere Tischsperre raus. Achso. Ich kann die irgendwie nicht rausmachen. Acht. Ist draußen. Die ist bei mir noch drin, aber egal. Egal, wir machen einmal Radio an und wir holen uns... davor klappen. Ey. So, zurück. Na, wobei, nee. Der ist glaube ich doch ein Ticken zu klein für die Anhänger. Ich hol mir einen Steier. Ich bin gerade falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Ich wollte. Also es ist ja nicht so lange her, dass ich das letzte Mal hier war. Kann losgehen. Okay. So, ich hol mir jetzt noch meine Dingens. Die Anhänger. Ja, da stehen sie auch. Fahren wir mal hier außen rum. So. Können wir Rückwärtsgang einlegen. Ankurbeln. Jetzt. So. Ist ein bisschen nah an der Wand, aber geht. So, Rundumleuchte an ist wichtig. Und dann geht's ab, würde ich sagen, zu Feld Nummer 2. So. Ah ja, ich freue mich. Das haben wir ja genau so ja wunderbar angesehen, ne? Noch eins hochschalten. Autos sind heute noch gar keine unterwegs. Ja, okay. 629, ich glaube, die sind da. Einzigen, wo dann. Die sind da, glaube ich, auch noch nicht auf dem Weg, die wir da arbeiten müssen. Außerdem haben wir jetzt eh die meisten. Rein. Doch, vielleicht von Nachtschicht heimkommen? Ja, okay, stimmt. Das
Aber kommt man das ja schon die Uhrzeit? Ja, wobei, ja, das stimmt. Oh, Wolle. Muss ich mich dann gleich drum kümmern. Ich komme. Oh, Bremsen. Oh, es bleibt hier schon stehen. Komm ja nicht rein, ne? Ich sag's dir. Ne, ich hab's nicht, ich steh schon. Alles gut. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich fahr hier unten längs. Eieiei. Warte mal, wie dreht man die Scheiße denn mehr nochmal? Boah, richtig schön in den Staub rein. So muss das. So. Schauen wir, dass die Anhänger gerade sind. Ja, kann man so stehen lassen. So, Motor aus. Lungenleuchte aus. Dann machen wir noch die Plane auf. So. Wir. Schnappen uns jetzt den Kollegen hier. Jetzt hat. So. Ui, der geht aber ab, du. Schiebinski. Was ist? So. Okay, das geht da definitiv so nicht. Dann mal ganz normal so fahren. Also das geht da trotzdem nicht. So. Okay, geht anscheinend dort. Ja, hallo. Die Spieße gehen da nicht rein. Ich drehe so, selber, oder? Kann ich machen, ja. Hallo? Ja, selber, oder? Ja. Wieso war ich gemutet? Kann mir das einer erklären? Nö, ne? Nö. So. Hast du wieder mal Stream Deck rumgefummelt? Nee, hab ich nicht. Oh, oh. Ja, sagen sie alle. Ja. Geht nicht. Alle. Ganz schwierige Situation. Alter, nee. Mit Gangschaltung und dem Hochdruck fahren, das kann ich ja komplett knicken. Wieso flackt die Schaufel da eigentlich? Das ist eine Schaufel. Ich weiß. Ja, die CSZ. Was mit der passiert? Also. Ich weiß ja nicht, ne, aber. Das ist nicht original. Warte mal. Vielleicht einfach bloß abgehängt, damit sie weg ist. Aha. Und dann haben wir solche liegen lassen, das geht doch nicht. So. Ich muss den anderen Gang einlegen. Den hier? Oh, den ersten. Dann ist wahrscheinlich ruhiger, ne? Ne, auch nicht. Gut. Ich hab noch was rausgefunden. Hm. Man kann über Simple IC. So, zack. Jetzt muss ich nur gucken, kann man das Zeug loswerden? Aber beziehungsweise gibt es dafür einen guten Preis. Man kann über Simple IC einfach den Drescher zuklappen. Alter. Ah, ich bin ja reich. Auch wenn was drin ist. Oh. Ja! Gut, ne? Hab ich gesagt. Hat das halt eine Brunnen, ist halt der Räum hier oben. Darum wird er wahrscheinlich auch immer so rum. Binnen. Mhm. Warte, ich kann nur rumlaufen? Nö, hat er nicht. Gut. Wir fahren jetzt erstmal hier wunderbar Wolle verkaufen. Oh, hab ich das vermisst hier, die Karte. So. War echt noch ein Auto bis jetzt? Okay, er ist echt. Er ist relativ still, muss ich sagen. Nicht mal mehr Licht. Was meinst du? Wieso bin ich? Kann mir das irgendeiner erklären? So, jetzt muss ich. Wieso ist das so, wie es ist? Sorry Leute, ich muss jetzt hier.
Knüpfe. Ne, das ist es nicht. Da, Hotkeys. Dann muss das mal. So. Vielleicht backt es jetzt nicht mehr so rum. Weil ich nicht einmal da gelegen habe, ne? So. So, ich fahre jetzt mal wieder rückwärts raus. So, wir düsen wieder nach Hause, um die nächste Palette zu holen. Home, sweet home. Mhm. Wir bräuchten vielleicht mal einen Flo. Mhm. Wir haben jetzt 50.000. Ja. Haben wir einen Ballenwagen-Mod mit drauf? Also ein Ballenwagen in welchem Bezug? Einen, der automatisch aufsammelt oder mit Gabel? Nein. Also Frontlader, Gabel oder draufladen? Ja, genau. Ich glaub's nicht. Aber der einzige, was wir drauf haben, ist dieser Bruna. Der Anhänger da, den wir mit drauf genommen haben, der kann's. Also den kann man einmal als Ballenwagen auch konfigurieren. Außer man nimmt natürlich einen richtigen Ballenwagen. Kann man natürlich auch machen. Den Lommer da. Oder Lommer, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber wir können uns natürlich auch einen richtigen Ballenwagen mit drauf nehmen. Habe ich natürlich auch kein Problem mit. Ich muss mal gucken, dass ich das Ding da rauskrieg. Okay. Das ist immer richtig. Oh. Oh, oh ja, oh ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss es halt nur irgendwie rauskriegen und dann hier vorne abstellen. Oh. So viel zum Thema hier vorne abstellen, da ist jetzt die Dinge jetzt im Weg. So, jetzt hat hier kein. Für der Autoloader mit drauf von Anderson Group. Den Autostack. Und halt den Standard, aber da packen sie oben raus. Mhm. Und die Palette hier packt auch dann ein bisschen drum. So. Weißt du warum? Oh, jetzt piept. Weil ich hätte vielleicht dann die Impress Pro gekauft mit diesem Ballendreher. Die Impress. Ja, die ist ja sau teuer. Oder nicht? 112, 500. Geht. Ja, 112. Ja, puh. Da haben wir gerade die Hälfte. Ja, bei uns der Silo ist auch fertig. Ja, genau. Das ist es ja. Das können wir dann in der nächsten Folge aufmachen. Oh, packen. Weil aufmachen können wir es jetzt noch nicht, weil wir braucht da erst noch einen Screenshot. Oh. Darf ich einen Helfer anstellen? Ja, ja, gerne. Ich habe kein Problem damit. Ach, scheiße, du musst da noch einen Screenshot machen. Ich wollte gerade fragen, ob ich dann gleich. Oh Gott. Wir laufen hier. Nee, aber wir sind tatsächlich für heute auch schon fast wieder rum. Ein paar Minuten haben wir noch. Die Palette ja, okay, fahre ich dann noch verkaufen. Und dann können wir das eh dann gleich aufmachen, ne? Naja, wir sind auch wieder schön reif. Das heißt, da können wir uns dann auch demnächst drum kümmern. Naja, wir haben wieder einiges zu tun. Mal die hässlichen, fetten Schlüppen runter von dem. Und steil. Hm. Ah, die sind doch da. Für Silo ganz geil, aber auf der Straße schwierig. Sagen wir so. Nicht nur schwierig. Ganz schwierig. Ach ja, weißt du, was mir gerade auffällt? Mhm. Unsere Halle wird zu klein, wir müssen glaube ich mal innen rein stapeln. Unsere Halle? Dieser Unterstand da halt. Von was der Unterstand? Für die Gerätschaften! Ach so. Alter. Ja, ich weiß ja nicht, welchen Unterstand du meinst, wir haben viele am Hof rumstehen. Wir haben zwei. Nee. Wo haben wir denn noch einen? Also wir haben ja einmal den, die immer am Haus, dann einmal die da, wo jetzt wiesentechnisch drin steht und dann. Halt stopp! Ja. Halt stopp! Die am Haus ja. Sind Garagen. Ja, okay, stimmt, irgendwo hast du recht, ne? Jetzt kann man als Garage dazu zählen, ja. So. So. So, ja.
Aber wir dürfen uns das Zuschauen heute auch schon wieder Gedanken, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf grau färben. Falls noch nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen gerade MLS im Serpien, die jetzt zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.